Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse. Und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber? Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken. Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Ja. Bleibt ihm bitte fern. Ich müsste euch sonst in den Abgrund stoßen. Wie lustig. Ich warte. Muss das sein? Bis ich noch irgendwie anderen Weg hier raus. Was ist dies für ein Ort? Es gibt keinen Kerker hier in Draconia. Daher haben wir den Hohlraum über dem Observatorium für diesen einen Fall in ein Gefängnis umgebaut. Das elementare Gleichgewicht. Und die Harmonie über dem Sphärenraum verhindert jede Form der magischen Einflussnahme. In dieser Atmosphäre ist es keinem Sterblichen möglich zu zaubern. Ihr versteht? Ja. Ich warte. Ich würde jetzt ungern. Aber es ist, wir kommen, glaube ich, nicht anders hier raus. Daher. Fehlen nur noch der Stab und die Maske. Und nun noch der Stab. Wenn es denn sein muss. Ich bin gleich zurück. Am Arsch zurück. Sind wir hier gefangen ohne. Ohne Mittel und Wege. Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Hallo, Kasim. Oha. Ich bin es. Satya. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt? Lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Aha. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser.
Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Gutmütig. Augenschaft freigeschaltet. Okay, hätte ich auch das irgendwie anders machen müssen. Um schlechtmütig zu sein. Tja, werden wir wohl nie erfahren. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Ja, zur fliegenden Festung kümmere dich. Wir müssen jetzt hier unsere Zeit in dem sehr luxuriösen Gefängnis ausharren. Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. So, Bett, Pflanze. Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Oha. Ein Geist. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Komm zu mir. Wie können wir den davon fliegen? Sprich mit mir. Warum bist du hier? Tja, ich kann's gar nicht sprechen. Lass uns spielen. Lass uns Freunde werden. Lass uns fliegen. Lass uns tanzen. Will er nicht. Verstecken spielen. Lass uns Verstecken spielen. Ich verstecke mich und du musst mich finden. Ja, wo soll ich mich denn verstecken? Das klappt wohl nicht. Du versteckst dich und ich muss dich suchen. Gefunden. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Er schwebt mit mir davon. Ich meine mit Zadja. Zadja schwebt da davon. Und wohin schweben wir? Mehrere Möglichkeiten. Rechts Fenster, linkes Fenster, das Haupthalle, das Gästezimmer, Observatorium aufs Dach. Hier vielleicht. Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Wachim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Die Waffe hat ja leider der Typ tot. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Ihr wollt den Plan des Prinzen erfahren? Dann lasst mich zu ihm. Auf keinen Fall.
Es könnte genau das sein, was er will. Bleibt dem Mistkerl fern. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Okay, wir haben Säbel. Gut, Geweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Ist es gleich, was für eine Waffe ich weihen lasse? Ihr solltet schon damit umgehen können. Alles Weitere überlasst ihr meinen Geweihten. Aha. Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Hoffentlich zum Guten. Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenüber gesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können... Bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Keshal Ri ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Aha. Wie wird es sein, gegen Dämonen zu kämpfen? Grausam wird es sein. Es gibt nichts Schrecklicheres, als dem Wahnsinn einer solchen Kreatur ausgesetzt zu sein. Sie denken und handeln nicht wie wir. Ihre Körper sind nicht aus Fleisch und Blut. Und sie sind nahezu unverwundbar gegen herkömmliche Magie. Wie tötet man so etwas? Mit geweihten Waffen. Sehr viel Glück, Mut und einer gigantischen fliegenden Festung. Aha. Warum liegt ihr bei Draconia vor Anker? Die Luftmagier hatten uns beim Bau von Keshal Ri geholfen. Wir hatten gehofft, sie würden uns auch weiterhin unterstützen. Doch hier interessiert man sich nur für Elemente und Sphärenharmonien, nicht für Politik. Egal wie blutig. Das Konzil will lediglich eine Gruppe Beobachter an Bord schicken, aber mehr auch nicht. Gut, dann gibt es jemanden, der der Nachwelt von mir berichten kann. Ha! Das wäre viel zu selbstlos für dieses Pack. Die Elementarmagier planen schon länger, sich aus den Geschicken der Welt zurückzuziehen. Sie erwarten, dass die Schlacht ihnen diese Entscheidung erleichtern wird. Mit anderen Worten, sie hoffen, dass es blutig wird und sie nie wieder ihren kleinen Elfenbeinturm verlassen müssen. Wenn es diesen Elfenbeinturm dann überhaupt noch gibt. Ich bin bald zurück. Ja. Können wir auf die Treppe hoch oder sind wir nochmal schweben? Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Eine Laterne. Die Flamme klingt anders als die anderen. Es ist fast, als würde sie singen. Ja. Ich bin bald zurück. Die Hallen sind erfüllt vom Knistern der Laternen. Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Ah ja, es sieht aber eher kalt aus hier. Ah, jetzt können wir woanders hin. Xerxes! Oh. Ist uns da. Xerxes! Okay, mit ihm sollten wir nicht reden.
Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Dass er das nicht hört. Oh, wir brauchen ihn durch. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie ablenken. Er ist heiß. Er ist heiß. Und jetzt wohin damit? Ihm nur den Schädel schlagen. Xerxes! Okay. Xerxes! Da kommen wir also nicht durch. Und jetzt wohin dann? Xerxes! Ich hoffe, vielleicht können wir den Kessel mitnehmen. Und jetzt wohin damit? Okay, wir haben einen Kessel geklaut. Ah, hier sind wir wieder. Observatorium. Hm, die Hörner lassen sich drehen. Also. Aufs Dach. Du bist doch die Frau aus Fasar, richtig? Wurdest du nicht auf dein Zimmer geschickt? Ist das nicht ganz allein meine Sache? Ich frage mal eben Xerxes. Xerxes! Verdammt. Da bist du ja wieder. Xerxes! Ich sag Xerxes, vielleicht können wir den irgendwie finden und überrumpeln. Es ist schön, wie das wächst. Noch nicht. Erst muss ich herausfinden, was Kasim vorhat. Okay, wir kommen bei mir und sehen vorbei. Da bist du ja wieder. Xerxes! Ich glaube, das hat hier keinen Sinn. Zur Haupthalle. Das ist Xerxes in der Haupthalle. Xerxes! Tja, also... Jetzt müssen wir irgendwie Wasser reinfüllen, einen Kessel und den das heiß machen und abgelenkt wird. Das bringt mich nicht weiter. Ich sehe keinen zusammen. Und jetzt wohin? Ich sehe keinen Zusammenhang. Tja, vielleicht können wir unten irgendwie ein bisschen Wasser abfüllen.
einfach zur Drachenhalle gelangt. Tja, also das Bett haben wir uns noch nicht gelegt. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fazar. Das muss ich verhindern. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Die fällt mir da tatsächlich nicht mehr ein. Das Einzige, wo wir wirklich effektiv hin können, ist hier rein und ins linke Fenster. Ich sehe kein Zusammenhang. Ich sehe kein... Das bringt mich nicht. Tja, können wir es eben von hinten über den Schädel ziehen? Scheinbar nicht. Xerxes! Der wird ja aufgerufen. Der Xerxes. Ich kann mal hier wieder noch irgendwas mit tun. Und jetzt haben wir die Kesse verloren. Und jetzt wohin damit? Nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ja. Bisschen Alkohol. Das behalte ich lieber. Ja. Fällt mir auch nicht mehr viel ein. Diese Rätsel hier. Müssen irgendwie zum Prinzen hin. Vielleicht können wir hier im Observatorium irgendwas tun. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch. Können wir die hier mal drehen? Die Hörner lassen sich nicht. Was ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Aha. Das Flüstern wird lauter. Dann das Horn jetzt noch. Was sind das für Laute? So. Du musst den Garten finden. Oha. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn.
Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Avestans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Tja, große Lauschen Griff. Jetzt warte. Wir müssen jetzt nach draußen. Hier hinein. Nur mit Wattmeer halt drüber reden. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul Kancharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. Ja. Da kriegen wir jetzt mal ein Blech. Jetzt redet sie mit dem Fenster hin. Immer noch den... Wasserkessel. Ist da Wasser drin oder? Oha! Xerxes! Schlecht reagiert. Das müssen wir auf dem Herd stellen. Steht jetzt neben dem Herz, jetzt müssen und wir jetzt wohin? Alles klar. Und mal schnell hier raus verschwinden. Aha. Nehmen wir den durch. Zum Stab kommen wir wahrscheinlich nicht. Xerxes! Fremd. Aber wir haben den durch. So, du hast doch eine Waffe, die du verzaubern kannst, weihen kannst. Weiht mir diese Waffe. Ein einfacher Dolch. Ich bin damit schnell und agil. Er hat mir bereits treue Dienste geleistet. Das soll mir reichen. Die Weihung wird allerdings etwas dauern. Holt ihn ein andermal bei mir ab. So. Nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Keshalri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes.
Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen. Was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Recht so. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens hat mich neugierig gemacht. Jetzt können wir hoffentlich frei rumlaufen.